Ja, guten Abend, liebe Gäste im Livestream und auch hier, liebe Gäste im Bennohaus im Ostviertel. Mein Name ist Nokta Ismet. Ich begleite heute diese Sendung mit euch gemeinsam und unsere Themen werden heute sehr interessant sein. Unser Thema ist gemeinsam gegen rechts. Unsere Sendung heißt Hashtag Tacheles Klartext im Ostviertel. Ja, ich habe hier heute drei Gäste. Einmal Herrn Thomas Nufer, einmal Herrn Carsten Peters und einmal Herrn Oppum. Ich werde heute mit euch gemeinsam das Thema gemeinsam gegen rechts diskutieren. Dieses Thema ist recht. Ja, in Corona-Zeiten ist dieses Thema halt wichtig, obwohl wir Corona haben. Ich möchte jetzt erstmal meinen ersten Gast, Thomas Nufer, begrüßen. Wer ich bin, weiß ich selber nicht. Ich denke da schon seit vielen Jahren drüber nach. Aber ich bin plötzlich aus Stuttgart kommend hier gelandet. Und seitdem verwirre ich die Menschen. Ich versuche durch Humor Menschen zu einem Umdenken zu bewegen, indem ich zum Beispiel den westöstlichen Divan mache auf dem Domplatz. Da werden 500 Teppiche ausgelegt und auf diesen Teppichen treffen sich ganz viele arabische, persische, deutsche und westfälische Künstler und machen gemeinsam Kunst und Kultur. Und so mischt sich das alles und die Begegnung und die Auseinandersetzung mit dem anderen, die Nähe zu ihm, schafft eben so eine Begeisterung. Und dann geht all das verloren, was man Vorurteil nennt. Herr Thomas Nufer, Sie machen ja hier in Münster Divan am Domplatz. Sie bringen ja Menschen zusammen. Das baut ja auch Vorurteile ab. Erzählen Sie mir bitte was über den Divan, auch über Ihre Person, wie Sie das so sehen. Ja, über meine Person sehe ich das folgendermaßen. Also ich mache nicht nur den Divan, den westöstlichen, ich mache auch viele andere Geschichten. Ich komme eigentlich aus dem Theaterbereich. Aber vielleicht kann ich da noch mehr darüber erzählen. Ich bin eigentlich auf die Idee gekommen mit dem westöstlichen Divan. Natürlich. Wir Älteren wissen es, im Jahre 2015 sind die ganzen Flüchtlinge aufgenommen worden. Es hat eigentlich was mit der Frau Merkel zu tun, der Bundeskanzlerin, der noch existierenden, dass die so großherzig war und gesagt hat, wenn ihr das nicht gut findet, wenn ihr nicht Hilfe leisten wollt, dann ist das nicht mein Land. Das war gut. Das war der wichtigste, der bedeutendste Satz für mich, was die Angela Merkel jemals von sich gegeben hat. Und das hat mich dann dazu geführt, dass ich dann dachte, wie schafft man es jetzt, so eine Verbindung herzustellen zwischen den westfälischen Menschen, Studenten, Bauern, Verwaltungsangestellten und so weiter, und den Leuten, die man eigentlich gar nicht kennt, nur aus dem Fernsehen, aber keinen Berührungspunkt dazu hat. Und dann ist mir das Buch von Goethe auch noch in die Hand gefallen, der westöstliche Divan. Und da steht, wer sich selbst und andere kennt, wird auch hier erkennen, Orient und Okzident sind nicht mehr zu trennen. Und dann dachte ich, genau, das ist die Lösung. Wir werden jetzt diese Leute zusammenführen. Orient und Okzident treffen sich auf dem Divan, auf 500 Teppichen, die ich da ausgelegt habe. Ich war vorher
vor ein paar Jahren noch in Marrakesch und ich war da so inspiriert von dem Jamaa Al-Fna, von diesem großen Marktplatz, dass ich wusste, das ist die Lösung. Auf dem Domplatz im Zentrum Münsters treffen sich jetzt Araber, Perser, Westfalen und Deutsche und Schwaben, ich bin ja auch einer. Und da entstand eben was ganz Außergewöhnliches, dass plötzlich dann Kiepenkerle, es gab persische Kiepenkerle, die Schnaps ausgeschenkt haben, und es gab Ochtrupper, Tanzgruppen, die mit Kurden zusammengetanzt haben, Kuma Asadi. Und so mischte sich eben alles und das war eben eine extrem ungewöhnliche Erfahrung. Und das hat auch die Nähe hergestellt, weil normalerweise ist man nur Betrachter und urteilt über andere, aber kommt ja nicht ins Gespräch. Hier war man aber unmittelbar im Geschehen mit drin und hat sich mit den Leuten auseinandergesetzt und hat mit denen gelacht. Und Leute, die gemeinsam feiern, haben einen ganz anderen Bezug zueinander, als dass es theoretisiert wird und man irgendwas erklärt bekommt. Aber wenn man gemeinsam irgendwie fühlt, die sind genauso gut drauf wie ich und die sind genauso schräg drauf wie ich, ja, ist überhaupt gar kein Unterschied. Die lieben Musik, die lieben Kunst und die finden den Dom gut. Ja, auch die muslimischen Leute fanden den Dom gut. All diese Geschichten, es mischt sich eben alles und das ist so die Grundvoraussetzung, warum das seit 4 Jahren so gut läuft. Ich könnte noch mehr erzählen, aber ich glaube, es reicht. Dankeschön, Thomas Nufer. Ich möchte Ihnen nochmal jetzt hier Sprecher des Bündnisses Kein Meter den Nazis, Carsten Peters, vorstellen. Der hat uns auch bestimmt viel zu erzählen. Ich bin Carsten Peters, bin Sprecher des Bündnisses Kein Meter den Nazis hier aus Münster. Unser Bündnis hat sich im Jahr 2012 gegründet, um einen Nazi-Aufmarsch zu blockieren, der für das Frühjahr 2012 hier in Münster angemeldet war. Wir haben seitdem immer weitergemacht, haben Proteste organisiert gegen Veranstaltungen von Pro-NRW, NPD und dann später der AfD, um deutlich zu machen, dass es hier in Münster für extrem rechte Gruppen keinen Raum und keine Bühne geben darf. Das Entscheidende bei dem Thema oder bei dem Umgang damit oder bei der Bekämpfung von Rassismus ist, das Thema überhaupt zu benennen, öffentlich zu machen, zu thematisieren, sei es in Veranstaltungen, sei es aber eben natürlich auch im Jugendclub, am Arbeitsplatz, im Sportverein. Also überall da, wo Menschen sich begegnen, muss eben immer wieder darauf hingewiesen werden, hingearbeitet werden, dass Rassismus, dass soziale Ausgrenzung keinen Platz, keinen Raum haben dürfen und dem eben entgegenzutreten ist. Entweder direkt oder natürlich auch durch präventive Maßnahmen. Meine Frage, was ist der Hintergrund des Bündnisses? Wer ist im Verein tätig und wo sind die Menschen politisch angesiedelt, die bei euch mitmachen? Also das Bündnis ist recht breit aufgestellt. Aus dem Einspieler ging ja schon hervor, was der ursprüngliche Anlass war, sich zusammenzutun. Also die Aktivitäten gegen einen Nazi-Aufmarsch im Stadtteil Rumphorst damals im Jahr 2012. Dem Bündnis gehören politische Parteien an, SPD, Grüne, Linke, Gewerkschaften, Friedensgruppen, Kulturgruppen, lokale Antifa-Gruppen und Initiativen, aber auch solche Gruppen wie Ende Gelände, die jetzt im Klimabereich unterwegs sind, um das nur einmal beispielhaft zu nennen. Also es ist ein recht breites Bündnis, das im Grunde das Spektrum Mitte-Links, sagen wir mal, weitgehend abdeckt. Also das Bündnis selbst hat 2012 seine Arbeit aufgenommen und ist eigentlich immer dann aktiv geworden, wenn irgendwelche rechten Gruppen versucht haben, hier in der Stadt was zu machen. So, und wir haben natürlich auch die Entwicklung der AfD von Anfang an begleitet. Da ist es auch dann gelungen, durch recht frühzeitig angekündigte Demonstrationen auch dafür zu sorgen, dass die eben auch Treffpunkte, Lokalitäten eben auch verloren haben, da auch keine Veranstaltungen mehr machen konnten. Ich glaube auch, dass das durchaus wichtig ist, immer wieder darauf hinzuweisen, wo sammeln sich diese Gruppen und dass es eben wichtig ist, da am Anfang auch klar entgegenzutreten und Positionen zu beziehen. Genauso wie wir das eben gemacht haben, so rund um das Jahr 2012, also dieser Nazi-Aufmarsch war ja von einer Gruppe hier aus Münster organisiert worden, das weiß heute vielleicht auch kaum noch jemand, das war eine Gruppe, die sich
nationale Sozialisten Münster nannten, sogenannten NASOMs, kurz abgekürzt. Also das war eine, wenn auch kleine, aber relativ rege Gruppe von Jugendlichen, jungen Erwachsenen, die sich selbst als Neonazis bezeichnet haben. Und da war es also schon sehr wichtig, das waren die ersten Aktionen des Bündnisses, da eben frühzeitig gegenzusteuern, frühzeitig Versammlungen dagegen zu machen, aber auch eben zu recherchieren. Wer sind diese Leute, was machen die, wo treffen die sich? Und ich glaube, dass man eben auch ganz klar macht, solche Gruppen, so eine Szene darf sich hier in Münster gar nicht erst festsetzen und etablieren. Weil dann wird es halt schwer, dagegen vorzugehen. Das sind eben auch Erfahrungen, die man auch aus anderen Städten auch kennt. Also aus Hamm zum Beispiel war es so, da hat auch die Zivilgesellschaft lange weggeguckt. Ne? Man hat da die Nazi-Aufmärsche akzeptiert, das ignoriert oder versucht zu ignorieren. Ja, und da hat sich dann eben eine Szene gebildet, die dann erstmal auch relativ fest war und die man auch nicht mehr so einfach wegbekommen hat und die dann auch über Jahre und Jahrzehnte der Veranstaltung gemacht haben und eben auch im Stadtbild präsent waren. Das verändert natürlich auch das Klima in der Stadt. Und deswegen war unser Ansatz immer, wir sind sofort da, wenn die sich irgendwie ankündigen, wenn aus der Ecke irgendwas kommt, wir sind da und wir mobilisieren dagegen. Aber es darf ja nicht nur bei dem Dagegen bleiben, sondern wir haben natürlich die Versammlung auch immer genutzt, eigene Inhalte in die Öffentlichkeit zu tragen. Also ein wichtiger Bündnispartner ist auch der Integrationsrat der Stadt Münster, der auch von Anfang an bei unserem Bündnis mit dabei war. Das heißt, es ist immer uns auch darum gegangen, eigene Inhalte in die Öffentlichkeit zu tragen und eben nicht nur zu sagen, natürlich auch zu sagen, wir sind gegen Rassismus, wir sind gegen soziale Ausgrenzung, aber eben auch klar zu machen, wofür wir halt stehen, also für eine inklusive, solidarische Gesellschaft, die eben tatsächlich auch eben Offenheit ist, für eine offene Gesellschaft, die eben auch vielfältig ist. Also wir haben dann auch Leute mal vom Christopher Street Day bei unseren Versammlungen gehabt, Integrationsrat, wie gesagt, aber auch eben viele andere Gruppen, die sich halt hier in der Stadt eben engagieren und die eben diese Stadt eben auch ja, bunt und lebenswert machen. Und das ist, glaube ich, auch immer noch mal was glaube ich, eben auch zusammengehört. Also das sind nicht einzelne Segmente, die einen sind da unterwegs und die anderen kümmern sich nur um ihr eigenes Thema, sondern das wird eben auch an bestimmten Orten an bestimmten Anlässen eben zusammengeführt. Und das, was das Bündnis in den letzten Jahren jetzt schwerpunktmäßig gemacht hat, waren halt eben auch die Aktionen gegen den AfD-Neujahrsempfang, der ja im Rathaus dreimal stattgefunden hat, 2017, 2019 und 2020, wo wir teilweise ja, bis zu mehr als 10.000 Menschen auf dem Prinzipalmarkt waren und da, glaube ich, sehr deutlich gemacht haben, dass es in Münster nicht erwünscht ist, dass die AfD hier wirklich an Boden gewinnt. Und das hat sich dann ja auch in den Wahlergebnissen niedergeschlagen, die AfD hier in Münster eingefahren hat. Also bei beiden Bundestagswahlen 2017 und jetzt 2021 war das jeweils das schlechteste Ergebnis, das die AfD bundesweit bekommen hat. Aber auf diesen Dingen darf man sich natürlich auch nicht ausruhen. Also das ist schon notwendig, dass man da auch weitermacht, dass wir da am Ball bleiben. Und auch weiterhin dafür sorgen, dass sich eben diese Gruppierungen hier nicht festsetzen können oder hier nennenswert an Boden gewinnen in der Stadt. Und wir haben natürlich auch zwischendurch immer auch mal wieder 2016 zum Beispiel Veranstaltungsreihen gemacht, wo wir eben dann auch nochmal das Thema Rassismus im Alltag thematisiert haben. Also wie argumentiert man zum Beispiel gegen rechte Stammtischparolen? Was heißt es, am Arbeitsplatz, im Jugendzentrum rechten Sprüchen entgegenzutreten oder Ähnliches zu machen. Und natürlich auch immer mal wieder Bildungsarbeit gemacht, dahingehend was kann man tun gegen Rassismus und eben auch ganz klar auch mit denjenigen zusammenzuarbeiten, die eben von Rassismus betroffen sind und ihnen eben auch im Rahmen unserer Veranstaltungen und Versammlungen eben eine Stimme zu geben. Und das fasst vielleicht jetzt so in den ersten Worten mal zusammen, was wir als Bündnis in den Jahren so gemacht haben. Danke. Ich bin auch mal stolz auf unsere Stadt Münster, dass die AfD kaum Chancen hier hat, Fuß zu fassen. Da bin ich auch sehr dankbar, dass es viele deutsche Organisationen geben, die sich für uns Migranten gegen diese rechten Menschen hinstellen. Nochmal eine Frage dazu, Herr Peters. Wir wissen ja, dass es deutsche Rechte gibt und wer sie sind, AfD etc. und so weiter. Wie sieht es denn aus
mit Migranten, die eine rechte Einstellung haben wie die Grauen Wölfe. Das hat man ja nicht so auf dem Bildschirm. Was kann man da zu was sagen? Können Sie da was dazu sagen? Das kann ich versuchen. Es ist also das Stichwort nicht auf dem Bildschirm bringt das, glaube ich, ganz, ganz treffend auf den Punkt. Ich glaube, dass es da einfach teilweise auch an dem Wissen darum fehlt, wer sind diese Gruppierungen, wo treten sie auf, wo treffen sie sich, sind sie überhaupt im Stadtbild sichtbar und erkennbar? Ich vermute mal, dass das so ist, aber ich glaube, dass da eben durchaus Nachholbedarf besteht, sich eben auch mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und das wäre ja einer der Punkte, wo man eben künftig auch weiterhin zusammenarbeiten könnte. Dankeschön. Dann möchte ich zu unserem dritten Gast kommen, Herrn Oppum. Herr Oppum und seine Organisation bauen Brücken und schaffen Vorurteile ab. Herr Oppum, ich kann mich noch daran erinnern, dass wir gemeinsam hinterm Bahnhof hier in Münster an Obdachlose Essen verteilt haben, gratis Essen. Ihre Organisation hat das gemacht und hat uns gebeten, Clarissa Nojok, die auch im Integrationsrat dritte Stellvertreterin ist, und ich bin selber auch im Integrationsrat, zweite Stellvertreter, und auch eine Weltforum und Gesellschaft für bedrohte Völker bin ich auch aktiv. Ich fand diese Aktion sehr toll von Ihnen. Während wir Essen verteilt haben, habe ich des Öfteren gehört, normal helfen wir ja unseren afrikanischen Freunden, wir finden das ja so toll, dass Sie als Afrikaner diesen Menschen hier in Münster, die obdachlos sind, helfen. Was können Sie uns denn über sich, Ihre Organisation erzählen? Also ich bedanke mich so sehr. Ich habe viel gehört hier. Wir sind eine Organisation, das ist Lost Peace Foundation. Und was wir macht, ist, wir helfen die Menschen, die behindert sind in Afrika. Wir sammeln Rollstuhl und wir schicken einfach nach Afrika, also in Ghana. Also wir sind tätig in Ghana. Und wir verteilen einfach die Rollstuhl, ist es nicht neu, wir verteilen einfach die Rollstuhl vor die Straße. Ich bin ein Mensch, dass wenn eine behindert sind, heißt nicht, dass er nicht die Gesellschaft gehört. Jeder, wir sind alle gleich, und wenn jemand Beine nicht okay ist oder behindert ist, dann wir sind da, diejenigen zu helfen. Und das ist das Gefühl, das ich noch hatte, dass jeder Mensch ist gleich. Für mich, entweder einer ist gelb oder schwarz oder egal in welcher Farbe, wir sind alle gleich. Und wenn wir diese Gedanken haben, dass wir alle gleich sind, wir können also zusammen in Ruhe leben. Das ist meine Vorstellung. Weil ich denke, ich lebe seit 35 Jahren in Deutschland hier. Ich habe mich also richtig durchgeboxt hier. Das war nicht einfach. Aber ich habe durchgemacht. Ich habe viele Freunde erkannt. Und wir haben miteinander so gut Verständnis gehabt. Viele Freunde. Und die war alles okay, die war alles in Ordnung, aber nicht alle. Es waren viele, die, sagen wir so, in Arbeitsplatz, wo ich gearbeitet habe, einmal, man guckt dich einfach an, wie sieht so aus, oder die sieht dich einfach, dass du vielleicht irgendwie kein Mensch sind. Aber wir sind alle Menschen. Wir haben uns nicht irgendwie erschaffen, sondern diejenige, die da oben das gemacht hat, und ist ganz klug, ist so clever, dass er uns erschaffen und hat gesehen, dass wir Menschen so schön sind und hatte gehofft, dass wir alle zusammen leben können. Aber unser Gedanken ist immer, dass wir, wenn wir jemanden anders aussieht, sehen, dass er noch anders ist.
Wie haben Sie diese Gedanken gehabt? Also ich habe also in Münster und unsere Organisation, wir haben gedacht, dass wir auch noch was machen kann in Münster. Einfach Freude für die Menschen, die obdachlos sind, dass sie irgendwo, sagen wir so, auf der Straße sitzen, dass manchen Dinge, die sind kein Wert. Aber wir haben einfach gezeigt, dass egal wie du bist, egal was das passiert ist. Ich möchte Sie jetzt nicht stören. Wir wollen einmal den Einspieler von Ihrem Verein einmal abspielen lassen. Ich bin Herr Oppong, Tahir Oppong, das ist mein Name. Also wir sind Lost Beach Foundation. Das ist eine Organisation, wir haben seit 2018 haben wir angefangen. Und wir helfen den Menschen, die in Ghana behindert sind, Kinder. This is what I'm doing to help people that are disabled in Ghana. You can see, this is what we have to do to help. Und was schlimmer ist, man sieht nur die schwarze Bekanntenkreis hat. Aber nie so gemischt. Dass einer kommt und sagt, oh, was isst du denn da? Ich will dein Essen probieren. Sowas. Oder welche Kultur hast du? Was machst du? Ich bin interessiert, ich will wissen, wer du bist. Und das wäre gut, wenn du jemanden gut kennst. Ist ja alles einfacher. Wir müssen miteinander mal reden und eine Lösung finden, dass wir besser leben können. Wie sieht das aus in Ihrer Sichtweise? Rassismus gegenüber schwarzen Kindern, afrikanischen Kindern in Schulen? Haben Sie da Erfahrungen, auch in der Familie? Also, ich höre viele. Und ich bin jemand, der, sagen wir so, viele Menschen interessiert. Und ich hatte viele Erfahrungen gehabt, dass die Kinder, also unsere Kinder in der Schule, nicht so gut behandelt sind. Das sind aber viele, ich habe selber Erfahrungen gehabt, dass das war eine Schule, ich will den Namen nicht nennen, sondern das war eine Lehrer, die einfach das hast du, ist deine Familie oder deine Geschwister, ist einer von denen, die noch krank sind, weil warum sprichst du kein Deutsch? Ich meine, Sprache, es ist nicht einfach, wenn man Sprache lernt. Und wir haben vielleicht 3 Sprachen. Die Kinder lernen 3 oder 4 Sprachen. Und wir versuchen, dass die Kinder irgendwie unsere Sprache jetzt lernen und dann die deutsche Sprache. Und das heißt, wenn die in der Schule sind, die lernen wohl die Sprache, aber die lernen noch besser unsere Sprache als die deutsche Sprache. Ich weiß, dass die Kinder, das kommt einfach. Das kommt. Ich meine, man kann einfach ein Kind, die, sag mal so, hier geboren sind oder von Italien kam und sagen, ja, okay, du musst deine Sprache, du musst durch Sprache sprechen. Es ist okay. Er oder sie muss die Sprache sprechen, klar. Aber wenn die Kinder merken, dass sie unter Druck sind, dann hat immer Angst, die Sprache zu lernen oder weiterzukommen. Und ich habe diese Dame gesagt, diese Familie, die sind nicht krank. Keiner von denen ist krank, sondern sie sind alle gesund sind. Aber wenn eine Sprache nicht irgendwie, deutsche Sprache nicht sprechen kann, heißt nicht, dass er doof ist oder dass er irgendwie kein Kopf sind. Aber du bist eine Lehrer. Deine Arbeit ist, dass du die Kinder Mühe geben, dass du das schaffst. Du lernst einfach die Sprache. Aber du kannst einfach nicht einfach von vornherein sagen, dass
Ja, du bist hier geboren und du sprichst auch kein Deutsch. Die Sprache alleine heißt nicht, dass jemand irgendwie nicht irgendwas im Kopf sind. Heißt das nicht. Aber das ist diese Gedanken, dass viele einfach haben, dass schwarze Kinder, die haben nicht im Kopf. Die lassen die Kinder einfach nicht irgendwie Zeit geben oder Mühe geben, dass sie was tun kann, dass sie noch irgendwie was schaffen kann. Das gibt es nicht. Die Kinder werden immer unter Druck gesetzt. Du sprichst kein Deutsch und du kannst das und das nicht machen. Und die Kinder, die kriegen alles mit. In der Schule, die kriegen alles mit. Und die Eltern genauso. Weil wenn die nach Hause kommen, wenn die Kinder nach Hause kommen, sagen, ja, der Lehrer hat mir das und das und das gesagt. Ich meine, das macht das Kind, also, er bricht einfach das Kind zusammen. Weil einer ist da, einfach zu sagen, dass du bist kein Wert. Wir werden immer so behandelt als dritte Klasse. Wenn ich einfach ab und zu mal sehen, dass unsere Kinder, die haben was gelernt oder die sind in der Universität, die haben Abitur gemacht und so weiter, aber die Stelle, dass die manchmal bekommen hat, die kriegt die Stelle nicht. Ihr guckt einfach hier in Münster, dass in Münster, guck mal, wir haben so viele weiße Polizisten hier in Münster, aber ich habe keine schwarze gesehen, die Polizisten. Da verstehe ich mich nicht ganz. Warum? Wenn wir integriert sind, dann heißt das, dass wir auch noch Chance geben, dass wir, einer kann ein Polizist sein, einer kann in der Bank arbeiten oder irgendwo sein. Aber diese Gedanken, ist es ein Problem. Wir Menschen sind ein Problem. Wir machen ein Problem. Aber wenn wir alle zusammen leben können, dann müssen wir alle zusammen akzeptiert. Und wenn wir akzeptiert sind, dass du kannst das machen. Ich denke, dass du das machen kannst. Wir sollen einfach die Chance für die schwarzen Kinder, die hier sind, oder die Eltern, die, sagen wir so, hier sind, Chance geben. Nicht immer Putzarbeiten und so weiter, diese Dreckarbeiten. Sondern die haben auch noch was gelernt, dass sie mindestens noch was rausgeben in der Gesellschaft. Und wie kann die denn integrieren, wenn ich keine Chance hat, wenn ich keine Chance bekomme? Ich habe keine Deutsch gelernt. Ich war nicht in der Schule, ich habe die Chance nicht gehabt. Aber ich habe mich auf der Straße so gelernt. Weil damals, da gab es keine Chance, dass man in die Schule geht. Gab es nicht. Sondern ich habe mir Mühe gegeben, dass ich nicht aufgebe, sondern ich schaffe das schon. So habe ich gemacht bis jetzt. Und wir versucht einfach, unsere Kinder Mühe zu geben, dass ich es auch noch schaffen kann. Und ich möchte, dass wenn wir integrieren können, dann ihr müsst uns akzeptieren. Wir sind so. Wir sind so, wir können nicht ändern. Wir haben die Farbe nicht gemacht. Aber hat diejenige da oben das gemacht? Und heißt nicht, dass wir nicht irgendwas im Kopf hat. Wir können viele Sachen machen, wenn wir eine Chance hat. Und ich hoffe, dass wir irgendwie miteinander, wenn wir leben, zusammenleben können, dann wir müssen uns miteinander irgendwie klarkommen, dass wir zusammen was machen können. Das ist meine Meinung. Und das wird uns mal helfen. Danke, Herr Opum. Bevor wir in der Viererrunde hier tiefer ins Gespräch gehen, wollte ich noch was zu der Sendung sagen. Tacheles Klartext im Ostviertel findet statt im Rahmen des Projektes Bürgermedien Live. Durchgeführt wird das Projekt vom Medienforum Münster und dem Arbeitskreis Ostviertel e.V. im Bennohaus.
Das Projekt wird von der Landesanstalt für Medien NRW im Rahmen des Programms Mediale Partizipation im lokalen Raum gefördert. Das ist mir sehr wichtig zu sagen. Jetzt gehen wir mal ein bisschen tiefer in die Materie Rassismus. Wie sieht das aus? Die Frage an allen dreien hier. Wie kann man diesen Rassismus besser bekämpfen und wie kann man besser zusammenarbeiten, Herr Carsten Peters? Ich denke, zunächst mal geht es um ganz, ganz viele Dinge, die man eben im Alltag auch realisieren kann. Also es geht um Bildung, es geht um Aufklärung, es geht darum, dass Begegnung stattfinden kann. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, aber muss natürlich, also das sind Voraussetzungen, die zu schaffen sind. Das ist natürlich vor allem das Beispiel der Schule ist ja gerade genannt worden, der Bildungseinrichtung insgesamt. Da glaube ich, ist das sehr wichtig, dass dort was passiert. Wir haben natürlich auch den Blick jetzt auch so ein bisschen geweitet, also eben auch zu gucken, wo tritt Rassismus auf? Der tritt eben durchaus im Alltag natürlich auch auf. Der tritt am Arbeitsplatz auf, der tritt möglicherweise im Jugendclub auch auf oder auch an anderen Orten, aber da, wo eben Rassismus sich zeigt, wo rassistische Äußerungen getan werden, wo abwertende Äußerungen, diskriminierende Äußerungen getan werden, da muss man dem dann eben auch direkt widersprechen. Da muss man dazwischen gehen. Das hat was mit Ermunterung zu tun. Ermunterung war ja auch das Thema, das Sie ja gerade stark gemacht haben. Da geht es um Zivilcourage, das ist vielleicht auch nochmal so ein wichtiger Hinweis. Falsch wäre es, Rassismus zu tolerieren oder in irgendeiner Form zu bemänteln, sondern man muss das schon zum Thema machen. Man muss das thematisieren, ansprechen und eben dann dagegen anarbeiten, weil ich glaube, dass es keinen Sinn hat, Dinge zu verbrämen, zu verstecken oder auch gar zu vertuschen, sondern das ist genau das Falsche, sondern man muss es offensiv zum Thema machen. Warum hast du das gesagt? Warum ist das gesagt worden? Oder warum ist dementsprechend oder in einer Form gehandelt worden, die eben diskriminierend ist? Und das muss eben zum Thema gemacht werden. Und natürlich muss, damit es gar nicht erst so weit kommt, natürlich auch Präventionsarbeit geleistet werden. Und ich glaube, dass wir da heute schon weiter sind als vielleicht vor 20, 25 Jahren. Aber natürlich ist da immer noch Luft nach oben, wie man so schön sagt. Also da ist immer noch viel zu tun, viel zu machen, um eben auch da weiterzukommen. Also ich habe da zum Beispiel auch vor Augen, dass eben auch innerhalb der Stadtverwaltung zum Beispiel, um ein Beispiel rauszugreifen, Sie haben die Polizei benannt, also im Bereich des öffentlichen Dienstes, wenn man es jetzt mal ganz allgemein oder allgemeiner formulieren möchte, da sind sicherlich Menschen mit Migrationsvorgeschichte oder Migrantinnen und Migranten doch noch deutlich unterrepräsentiert. Und ich glaube, das wäre so ein Beispiel, wo eben dann auch geschaut werden kann und gearbeitet werden kann, wie kann man das verändern, wie kann man das verbessern. Herr Nufer, wie sehen Sie das? Habe erstaunlicherweise gute Verbindung zum Polizeipräsidenten. Und den werde ich mal drauf ansprechen. Ganz konkret. Der ist mir sehr geneigt, warum auch immer. Alle Polizeipräsidenten lieben mich. Und ich glaube, da könnte ich was machen. Es ist absolut richtig. Warum? Es gibt einen arabischen Polizisten, das weiß ich, von Jörg Alkemper. Die arbeiten auch zusammen. Es gibt Ausnahmen, aber es gibt ganz wenige nur, die nicht deutsch sind. Und das ist ein echtes Problem. Das ist ja auch wichtig für deeskalierende Aktionen. Die Deutschen wissen nicht, wie ein schwarzer oder arabischer Mensch fühlt. Das ist genau das Problem. Und dieser Austausch, der muss auch von offizieller Stelle angestoßen werden. Und ich glaube, Münster wäre dazu in der Lage. Man muss das nur öfter vielleicht penetrieren. Und die andere Geschichte ist, dass wir, die Deutschen und die Migranten, gemeinsam für etwas kämpfen müssen.
Es ist genau richtig, was du gesagt hast. Die Schwarzen sind immer nur mit den Schwarzen und die Deutschen mit den Deutschen. Wie langweilig. Total blöd. Ich habe zum Beispiel, ich bin mit 17 Jahren ausgezogen und ich habe gleich mit Ausländern zusammengelebt. Ich habe kochen gelernt von Leuten aus Malaysia und aus Pakistan. Ich habe Englisch gesprochen mit denen. Ich habe alles gelernt, nicht von den Deutschen. Und das hat mich total bereichert. Ich bin so froh, dass ich in Stuttgart aufgewachsen bin. Das war damals schon etwas weltoffener. Münster ist es jetzt auch. Aber das hat mir echt geholfen, ein anderes Bewusstsein zu bekommen für die Welt und für die Menschen. Und genau solche Sachen fehlen. Ich würde jetzt zum Beispiel gerne, und da habe ich jetzt gerade einen Antrag gestellt in der Landesregierung, eine Geschichte will ich machen, ein Passionstheater, wie in Oberammergau, wo Juden, Christen und Muslime gemeinsam die Geschichte ihres Stammvaters nachbauen und spielen. Die machen das Bühnenbild, die machen die Kostüme, die Technik und so weiter und spielen natürlich auch. Ich habe natürlich auch Profischauspieler. Aber das führt dazu, dass wenn man gemeinsam irgendwas erreicht, ein ganz anderes Lebensgefühl plötzlich existiert, eine ganz andere Wertschätzung. Und das fehlt. Solche Erfahrungen und solche Ideen, die alle integrieren, das muss dringend hergestellt werden. Das ist also ein großes Anliegen auch von mir, weil nur dann wächst die Gesellschaft wirklich unvoreingenommen und ohne Vorurteile zusammen. Ja? Und dann kann man miteinander spielen. Das ist alles so wichtig. Ja, das Spielen fehlt ja auch zum Beispiel. Wir grenzen jetzt nur ab, unser Spiel ist die Abgrenzung. Aber nicht das gemeinsame Spielen. Und das mache ich mit dem Divan ja auch schon. Ja? Aber das ist nur ein Anfang. Ich hoffe, es passiert noch mehr. Ja, danke, Herr Thomas Nufer. Ich weiß selber vom Herrn Altkämper, ich war mal von Herrn Altkämper eingeladen. Da waren sowohl auch eine afrikanische Frau bei der Polizei in Münster, ein türkischstämmiger, ein jesidischstämmiger. Es sind schon ein paar Migranten bei der Polizei, aber immer noch wenig. Das stimmt wohl. Wenn ich mich in den Niederlanden umschaue, das ist sehr bunt. Auch in Berlin ist das auch sehr bunt, die Berliner Polizei. Hier in Münster, ja, ist es auch ein bisschen bunt, aber das sieht man halt nicht so wie in anderen Städten. Da wurde auch berichtet von der afrikanischen Beamtin, dass sie schlechte Erfahrungen als Beamtin gesammelt hat. Und manche wollen sich, manche Männer sagen, nee, von dir möchte ich keine Anweisungen und so bekommen. Und das ist auch schon in Richtung Rassismus. Es ist leider so, dass Deutsch-Afrikaner immer noch sehr, sehr viele Probleme haben wegen ihrer Hautfarbe. Wir als Migranten haben schon auch Probleme. Ich höre immer von vielen gebildeten Studenten, die fertig mit dem Studium sind, sich bewerben, immer wieder, wir müssen das Doppelte geben, wir müssen mehr beweisen als die anderen. Das ist schade, Herr Opum. Was können Sie uns denn dazu sagen? So. Also ich denke, dass wir unsere Kultur, also das gibt verschiedene Kultur und diese Kultur, dass wir austauschen können. Also die Kultur von afrikanischer Kultur, dass wir austauschen können, dass man genau wissen, wie das überhaupt ist. Und das ist niemand das Problem, weil das sind aber viele Deutschen, die begrenzen sich. Also ich will nicht. Das ist so eine Mauer. Und da ist es Ende und das war's. Und wir müssen einfach zu nahe kommen. Und wenn wir zu nahe kommen, dann tauschen wir was. Und dann kommt dieses Verständnis. Wenn wir so ein Verständnis haben, dann bauen wir so ein gutes Gefühl. Was sind aber viele, die haben keine gute Gefühl, weil die fühlen, die Ausländer, die können mir was tun.
die kann das und das machen. Aber ich denke, wenn wir, sagen wir mal, so breit sind, dass wir zu nah kommen, dann lernen wir richtig kennen. Genau. Vielleicht unser Essen vielleicht. Da gibt es so viele Sachen, dass man austauschen kann. Und das ist ein besser Weg. Vor allem, wenn ihr jemanden dich gut kennt, dann ist es einfacher, dich zu trauen. Und wenn man einfach blockiert, dann hat er irgendwie Angst. Und ich denke, dass immer viele, ich höre viele, die sagen, die Schwarzen. Ja, die sagen dann immer, dass sie die Schwarzen was falsch macht immer. Aber wir machen überhaupt gar nicht. Wir sind die freundlichen Menschen, überhaupt das gibt's. Wenn man in Afrika sind, also das sind aber viele, die, sag mal so, in Ghana oder in anderen Ländern gewesen, die Kinder, wenn die Kinder einen weißen Mann sehen, dann, die kommen alle die zu und hallo und wie geht's und jenes und alles. Ja, diese Freude, ja, dass du bist willkommen. Aber hier, wenn du hier bist, du bist hier nicht willkommen. Und wir kennen das nicht. Wir kennen das andersrum, dass wir alle gleich sind, egal wie wir sind. Und ich hoffe, dass die Lehrer und die Gesellschaft irgendwie mehr Mühe gibt für unsere Kinder, dass sie auch noch was tun kann. Die kann auch was tun. Und wenn die mehr Mühe gibt, die kann doch was machen. Die braucht einfach so eine von Schutz. Ja, sowas, ne? Mein Deutsch. Also, Herr Oppum, wir haben hier zwei beste Beispiele für Münster. Ja. Diese Leute, die hier sitzen, Herr Carsten Peters und Herr Thomas Nufer, die setzen uns doch für uns, für die Afrikaner, für die Migranten ein. Da müssen wir stolz drauf sein, dass es solche Menschen gibt. Und da bin ich wirklich dankbar. Wirklich dankbar. Ich habe noch eine Frage an Herrn Carsten Peters. Herr Carsten Peters, müssen wir nicht enger zusammenarbeiten, die Behörden, Polizei, Stadt Münster etc., um gerade bestimmten Vereinen die rote Karte zu zeigen, die rassistische Tendenzen haben oder islamistische Tendenzen, das ist ja auch Rassismus, wenn gewisse Religionen was gegen andere Religionen haben, zum Beispiel Antisemitismus spielt auch hier in Münster eine große Rolle. Letztens sind da welche hier in Münster marschiert gegen unseren jüdischen Mitbewohner. Wie sehen Sie das? Wie kann eine engere Zusammenarbeit da passieren mit den Behörden, mit der Polizei, mit der Stadt, mit der Politik? Also ich denke, dass man immer wieder auch hier Position beziehen muss. Man muss sich artikulieren, man muss klar und deutlich machen, es darf keinen Platz für Antisemitismus geben. Es darf also gegen jeden Antisemitismus, ich glaube, das ist auch nochmal klar und deutlich zu machen. Man muss diese Dinge thematisieren, man muss sie öffentlich machen. Ich glaube, dass es nichts bringt, sich zurückzuziehen und das sozusagen privat oder im kleinen Kreis irgendwie zu diskutieren. Das kann man natürlich auch machen, muss man auch machen, aber das ist ein öffentliches Thema. Das ist ein öffentliches Thema und das gehört eben auch in die Öffentlichkeit. Also ich fand es auch wichtig, dass neulich sehr viele Menschen sich vor dem Rathaus versammelt haben, um eben auch mit der jüdischen Gemeinde sich zu solidarisieren, dass immer, wenn irgendetwas vorgefallen ist, dass dann auch sehr, sehr schnell Solidaritätsaktionen stattgefunden haben. Gleichwohl, das ist wichtig, dass ist notwendig, aber gleichwohl ist es auch richtig und wichtig, das eben auch in den Alltag zu bringen. Auch klarzumachen, dass es durchaus immer noch Formen von Antisemitismus auch in der Gesellschaft gibt. Ich erinnere mich gut daran, dass da der ehemalige AfD-Ratsvertreter
den Vorsteher der jüdischen Gemeinde antisemitisch beleidigt hat. Da ist sofort klar gewesen, Politik nimmt Stellung, andere gesellschaftliche Organisationen nehmen dazu Stellung, damit sich solche Dinge gar nicht erst normalisieren dürfen. Also jedenfalls dort, wo es eben angetroffen wird, sich nicht normalisieren darf. Und deswegen müssen da natürlich auch die gesellschaftlichen Organisationen zusammenarbeiten, aber das muss natürlich auch breit getragen werden von der Zivilgesellschaft, von Vereinen, von Bildungseinrichtungen, von vielen anderen Organisationen eben, damit das eben nicht etwas ist, was so, ja, sagen wir mal, formelhaft gesagt wird, ne? Was eben, oder was man so unter dem Begriff Sonntagsreden zusammenfasst. Also das muss eben praktisch werden, erfahrbar werden, auch im Alltag, auch mit Solidarität. Und das geht natürlich auch dadurch, dass man einfach miteinander spricht, dass man unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Religionen eben auch zusammenbringt. Also ich meine, dass das ja gut jetzt ist durch Corona natürlich diese ganze Möglichkeit, Veranstaltungen durchzuführen, zusammenzukommen, natürlich seit knapp 2 Jahren deutlich eingeschränkt, aber es hat im Rathaus immer das Treffen der Religionen gegeben, der Kulturen gegeben, es hat immer auch Festivitäten gegeben, aber das muss natürlich auch im Alltag greifen. Aber ich glaube, dass da die genannten Behörden, Politik natürlich vorangehen müssen, aber das ist etwas, was sich im Alltag und in der Lebenswirklichkeit vieler Menschen auch wiederfinden muss. Und dazu gehören natürlich auch diese punktuellen Möglichkeiten, sich eben auch zu solidarisieren, wie mit der jüdischen Gemeinde vor einiger Zeit. Natürlich muss man das auch so sehen. Es gibt verschiedene Religionsgemeinschaften in Münster. Schiiten, Aleviten, Jesiden, Christen aus dem Nahen Osten, Sunniten. Wir müssten und Vereine, auch Moscheen, Kirchen, sollten versuchen, die Menschen zusammenzubringen. Und wir dulden keinen Rassismus, egal gegen welche Religion. Ja, und wir dulden auch nicht von Extremisten antisemitische Parolen. Das dulden wir hier in Münster nicht. Und da bin ich auch stolz drauf, dass wir so eine tolle Stadt sind. Aber trotz dessen sollten wir die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Politik näher bringen, um diesen Leuten die rote Karte zu zeigen. Herr Thomas Nufer, ja. Was können Sie uns zu Ihrer Arbeit weiterhin sagen? Was können Sie da in der Richtung tun? Okay. Ich meine, Sie haben ja auch erzählt, Sie bringen Religion zusammen. Eben, ich bin gerade dabei, eine übergreifende Religionsausstellung zu machen, indem ich, das ist auch eine Idee der evangelischen Kirche, die haben mich nur beauftragt. Der Titel ist, das ist aber wieder von mir, Wer kennt Gott am besten? Und da werden alle Religionsgemeinschaften jetzt von mir angesprochen. Die kriegen von mir 9 Fragen, ganz einfach, sehr bodenständig beantwortet, ohne so eine Ziselierung, sondern sehr schlicht und für jeden, auch der religionsunkundig ist, dass er dann Gefühl bekommt, was denken eigentlich die Juden, die Hindus, die Jesiden und wie stellen die sich auf, was ist die Kernaussage, und das werde ich auf riesige Kartons kleben, und das sind überall Gebirge, Kartons, und da kann man so durchwandern, so eine Landschaft der Religionen. Überall wird diese Ausstellung dann gezeigt, in Moscheen, in der Synagoge, im Hindu-Tempel und so weiter, sodass alle Religionen sich präsentieren können, gemeinsam mit den anderen, also nicht getrennt, sondern die zeigen, die Muslime zeigen auch die Jesiden, die zeigen die Christen und so weiter, alles, auch die Atheisten sind auch dabei, Humanisten, nicht das fliegende Spaghetti-Monster, die nicht, aber alle anderen können sich da präsentieren und alle kommen damit ins Gespräch und sind neugierig aufeinander. Und die andere Geschichte, ich würde so gern, das ist so mein Traum, ein Karneval, einen Wagen machen, einen weißen Wagen mit weißen Flügeln. Und auf diesem Wagen stehen alle Religionsvertreter,
Ein Hindu-Priester mit nacktem Oberkörper und eine Hindu-Priesterin, wer weiß. Oder es gibt einen Mufti, wie immer, keine Ahnung. All diese Leute in ihrer Gewandung, die mit durch die Straßen ziehen und sagen, wir können auch lachen, wir können gemeinsam feiern, wir gehören zusammen, wir feiern Karneval, obwohl wir Muslime sind. Das wäre so ein Traum von mir, absolut. Und die müssen dann natürlich, ich meine, ich weiß, die Muslime können Besoffene nicht ertragen, dieses Bild ist unerträglich. Deshalb werden die ganz am Anfang des Zuges fahren und bekommen das gar nicht mit. Also, ich habe mit dem Karnevalspräsidenten gesprochen, mit dem Nieswand, und der fand das total gut. Ich habe sogar einen Wagen, aber die Karnevalsvereine finden das nicht gut, weil ich das angeblich dann missbrauche. Ja, ich finde, Karneval ist auch eine Art politischer Ausdruck, wenn man sich die Figuren auf dem Wagen sieht. Auch Kunst spielt da eine große Rolle. Daher ist das schon eine gute Idee, Herr Nufer. Dankeschön. Herr Opum, was denken Sie, was können wir da als Gesellschaft besser machen hier in Münster? Also ich denke, das sind aber viele, die gegen Rassismus sind. Es gibt viele. Und ich denke, dass wir, wenn wir zusammenhalten, wir werden das schaffen. Ich meine, die sind noch nie mehr als wir. Wir sind mehr. Und wir können das schaffen. Ja, gemeinsam können wir das schaffen. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir können zusammen durchziehen, ja, dass wir, also das gibt ein besseres Leben, dass wir gemeinsam leben können. Und wir sollen nicht so schwer alles machen. Ich meine, die Welt ist sowieso zu schwer genug. Und dass wir einer hasst, andere und jenes und alles. Wir haben jetzt Corona-Zeit und wir müssen alle impfen oder testen. Das ist, wir sind alle gleich. Also das heißt, gemeinsam, wir fühlen das auch genauso. Also das, wir können gemeinsam schaffen. Ja, wir muss einfach, sagen wir so, die andere Ländern, Schwarzen ohne, also mir Zeit geben, dass sie ohne irgendwie, wie gesagt, die kann da und da und da arbeiten, und wenn man da hingeht, man sieht, Schwarz ist da, ist okay, ne? Wenn die, sag mal so, wenn wir mehr sind, dann ist es einfacher. Wenn du in Holland bist, für den ist es alles okay, oder in London, ist das Gleiche. Na, die haben so angefangen. Und ich denke, wenn wir so anfangen, wir werden wohl schaffen. Wir müssen nur einfach die Chance geben. Na, wenn wir die Chance bekommen, dann schaffen wir. Wir werden was schaffen. Ja, Herr Merkel. Herr Carsten Peters, wäre nicht eine gute Möglichkeit, eine Welthaus Migranten Haus gemeinsam, war die Idee, hier in Münster so ein Haus zu realisieren. Da ist die Politik gefragt. Ich finde, also meine Meinung ist, dass gerade wenn wir sowas, so ein Haus hier in Münster haben, dass wir die Kulturen, die Farben aller Nationalitäten zusammenkriegen und da auch Vorurteile bauen. Ich weiß, dass die Kassen leer sind, aber gibt es denn eine Möglichkeit, einen Weg, das zu realisieren? Also dieses Haus der Kulturen, darum, ja. darauf zielt die Frage ab. Ja. Haus der Kulturen mit, gemeinsam mit einer Weltgruppen, und die sind auch nicht wenig. Ja, ja, klar. Also es hat ja in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten, muss man ja sagen, immer wieder die Versuche gegeben, so etwas hochzuziehen und sowas zu schaffen. Ich glaube, dass das auch ein unbedingt lohnenswertes Ziel ist. Es gibt ein Umwelthaus, wo ja auch
jetzt mal von der anderen Gruppierung sich das mal anguckt, wo es ja auch gelungen ist, eine Immobilie zu finden, wo dann diese Gruppierungen zusammenkommen kommen konnten. Und ich glaube, dass so ein Haus der Kulturen, was ja, glaube ich, von vielen auch gewünscht ist, von vielen auch gewollt wird. Ich glaube, dass das machbar und möglich ist, grundsätzlich. Aber es geht natürlich wieder um dass man das, was man will, was man auch möchte, dass man das eben auch umsetzen kann. Und Politik, meine ich, muss dabei helfen. Also ich spreche heute für das Bündnis, nicht für irgendeine andere Gruppierung. Politik muss dabei helfen und die Dinge möglich machen. So, da kommt es aber dann auch wirklich darauf an, dass dann alle auch gemeinsam an einem Strang ziehen und nicht möglicherweise einzeln in unterschiedliche Richtungen, also ganz allgemein formuliert. Das muss man dann auch gemeinsam wollen und gemeinsam umsetzen. Das, glaube ich, ist der entscheidende Punkt und dann, glaube ich, wird Politik dabei auch helfen. Und da geht es, das muss dann aber auch eben ein von der Zivilgesellschaft, von den Verbänden, von den Gruppierungen getragenes Projekt sein und dann hat es auch Erfolg. Davon bin ich fest überzeugt. Ich jedenfalls bin bereit, das zu unterstützen. Danke. Herr Oppum, in den Staaten Amerika ist ja Rassismus gegen Afrikaner sehr weit verbreitet. Wie sehen Sie das in Deutschland, Ihre Sicht als Afrikaner? Ist das denn auch so schlimm wie in den Staaten oder wie ist das hier in Europa? Ja, also in Staaten sind ganz schlimm. Also man muss auch mal ganz ehrlich sagen, aber hier in Europa ist es auch schlimm, aber ist es nicht so schlimm wie in Amerika. Mhm. Amerika wird irgendwie umgebracht und jenes und alles. Das ist aber, das war viele Sachen, die in Amerika passiert ist. Aber hier in Europa ist es noch nicht. Aber wenn wir nicht was tun, das wird vielleicht noch schlimmer sein. Das wird noch schlimmer sein. Also das heißt, wie gesagt, gemeinsam kann man also diese Lösung finden oder kämpfen. Und wir müssen einmal zeigen, dass wir alle eins sind. Und wir werden alle sterben. Irgendwann, wir gehen sowieso alle. Und wir müssen einmal, das muss auch klar sein, dass wir alle Menschen in dieser Erde sind gleich. Und dass wir gemeinsam zusammenleben. Und die Kultur ist für mich so toll. Ich meine, da gibt es in Deutschland, da gibt es deutsche Kultur, da gibt es türkische Kultur, da gibt es afrikanische Kultur, da gibt also verschiedene Kultur. Wir können gemeinsam mit unserer Kultur zusammen, dass wir miteinander was lernen. Das wäre schön. Aber wie toll das ist, wenn ich ein arabisches Essen irgendwo hingehen und arabische Essen probieren. Oh, das ist toll. Oder deutsche Essen, oh, das finde ich gut. Oder afrikanische Essen, das finde ich ganz toll. Das ist ja sowas. Also wenn wir, mit uns also gemeinsam was machen, das wäre alles so einfacher. Lade uns mal ein. Ja, klar, das ist doch kein Problem. Gibt es und eins ist für mich vielleicht eine Lösung, dass wir afrikanische Kulturzentrum haben. Das wäre vielleicht noch ein bisschen leichter, dass jeder hinkommt und was zu gucken. Wir haben so viel Tradition, dass wir unsere ab und zu mal so eine Veranstaltung machen, dass wir unsere Kultur zeigen. Und es ist sehr interessant. Ich war in Berlin und das gab also Deutschen und verschiedene Nationalitäten, die unsere Sprache lernen. Ich habe mich so gewundert, wie kommt die denn einfach diese Ideen? Also das heißt, die wollen einfach die Kultur anmischen. Und ich finde die ganz toll. Ne? Wie die lernen und die lernen unsere Sprache, kommen, gehen und so weiter. Und ich sage, mein Gott, das ist aber ganz toll. Und so muss er sein. Und wenn wir so machen, dann schaffen wir. Das werden wir wohl schaffen.
Jede Kultur ist als so eine Geschichte. Und wir müssen diese Geschichte kennenlernen. Und wenn wir kennenlernen, dann ist alles wunderbar und schön. Wir können das machen. Wir schaffen das. Dankeschön, Herr Oppum. Danke. Ja, da wäre ja auch wirklich diese eine Welthaus mit den eine Weltgruppen und den Migrantengruppen doch eine Lösung, wenn wir alle gemeinsam so eine Welthaus, Migrantenhaus haben, wo wir gemeinsam feiern, gemeinsam Kultur austauschen, gemeinsam Essen, Kunst, Musik teilen miteinander. Das wäre eine gute Lösung. Auch hat man die Möglichkeit, hier im Bennohaus schöne Veranstaltungen zu machen. Ich durfte letztes Jahr, vor Corona, durfte ich hier öfter mal Veranstaltungen mit dem Bennohaus zusammen. Da gab es einmal ein kurdisches Festival, einmal arabische Christen aus dem Nahen Osten haben hier ein Fest gemacht. So mehrere Feste, wo wir Deutsche aus dem Ostviertel hier eingeladen haben dazu. Das war recht schön. Wir haben zusammen gefeiert und ist eine tolle Sache, wirklich. Und wir sollten alle gemeinsam dafür was tun. Und ich glaube fest daran, dass wir in Münster auf einem guten Weg sind. Jetzt möchte ich mich auch bedanken und zum Schluss kommen. Ich bedanke mich herzlich für anregende Gedanken, dass ihr hier da wart. Dankeschön gilt auch dem Publikum hier im Saal, auch im Streaming, draußen im Streaming vor den Computern. Außerdem bedanke ich mich beim Team vom Bennohaus hier, die tollen Kameraleute. Ich danke euch herzlich und auch dem technischen Dienst für die Umsetzung. Maßgeblich sind sie hier beteiligt und beteiligt waren. Wichtig ist nochmal, Tacheles Klartext im Ostviertel findet statt im Rahmen des Projektes Bürgermedien live, durchgeführt durch das Projekt von Medienforum Münster und dem Arbeitskreis Ostviertel e.V. im Bennohaus. Das Projekt wird von der Landesanstalt für Medien NRW im Rahmen des Programms Mediale Partizipation im lokalen Raum gefördert. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Die nächste Episode von Tacheles findet nämlich am 18.03.2022 statt. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Wir werden wirklich demnächst richtig gute Gäste hier haben. Einige davon sind auch sehr bekannt durch Fernseh, TV, haben eine eigene Sendung, hat zugesagt. Ich freue mich darauf. Ja, ich danke Ihnen und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Danke.